und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema. Ein Thema, was das Potenzial hat, dein Leben radikal zu verändern. Mein Name ist Robin Hofmann und hier auf diesem Kanal geht es ja sehr stark darum, wie wir möglichst viel aus unserem Gesundheits- und Fitnesspotenzial herausholen können und eine sehr wichtige Sache, um aus unserer Gesundheit und Fitness alles rauszuholen, um gewisse Ziele auch zu erreichen, ist der erste Schritt. Den ersten Schritt zu gehen und das ist immer die Klarheit. Es geht um die Klarheit, genau zu wissen, wohin es auch gehen soll. Und genau diesem Thema widmen wir uns in diesem Video. Und zwar geht es in diesem Video darum, um die Kraft der Visualisation. Weil ich habe in den letzten zehn Jahren mich sehr intensiv auch damit beschäftigt. Ich nutze diese Kraft schon seit über zehn Jahren auch und habe in allen möglichen Lebensbereichen alles total verändern können zum Positiven, dadurch dass ich diese Kraft der Visualisation richtig auch für mich genutzt habe. Und genau in diesem Video möchte ich dir mitgeben erstmal, was bedeutet es, was für Vorteile haben sich bei mir dadurch ergeben und dann vor allem so eine Anleitung, wie empfehle ich das auch umzusetzen, wie was kannst du dir dann vor allem auch mitnehmen, dass du das in der Praxis auch anwendest, um einfach noch besser die Dinge, die du wirklich haben möchtest, mehr in dein Leben zu ziehen, zu empfangen, das, was du dir schon jahrelang auch gewünscht hast. Und zu mir kann ich sagen, dass ich das schon ziemlich lange auch verwende, seit über zehn Jahren auch, und habe mir in den unterschiedlichsten Bereichen dadurch alles Mögliche in meinem Leben an positiven Veränderungen auch ziehen können. Unter anderem hatte ich früher gesundheitliche Beschwerden, ich litt früher unter chronisch Verstopfung, ich hatte Verdauungsbeschwerden, ich war nicht in meinem vollen Potenzial gesundheitlich gesehen, ich hatte nicht so die Energie und habe mir aber immer trotzdem auch in den herausfordernden, schwierigen Momenten das vor Augen geführt, wo ich hin möchte, was ich alles erreichen möchte. Und somit konnte ich dann auch ab einem gewissen Punkt Fortschritte sehen, das Ganze verbessern, bis ich sogar an den Punkt kommen konnte, wo ich all meine gesundheitlichen Beschwerden, die ich damals hatte, überwinden konnte. Das gleiche auch fürs Business. Ich hatte damals die Vision, ein erfolgreiches Business aufzubauen, nicht im 9-to-5-Job gefangen zu sein, an irgendeinem, von irgendeinem Chef, Chef rumkommandiert zu werden, sondern wirklich meine Selbstständigkeit zu starten. Und auch wenn es am Anfang Schwierigkeiten gab, auch wenn es Herausforderung war, das Ganze aufzubauen, kam ich tatsächlich dann doch an den Punkt, dass ich es geschafft habe, dass ich ein erfolgreiches Coaching-Business mir auch aufgebaut habe und der anderen Menschen auch unterstütze. Und da könnte ich noch viele weitere Beispiele nennen. Was ich einfach oft sagen möchte, ist, dass enorme Kraft in deinem Glauben liegt, in der Kraft der Visualisation, was du dir vorstellen kannst, dass du dir gewisse mentale Bilder vor die Augen führen kannst und dir das wirklich regelmäßig immer wieder bewusst machen kannst und dass das quasi die Visualisation bedeutet und dass du dadurch enorm kraftvolles für dein Leben auch bewirken kannst. Und wenn du es bisher noch nicht machst, dann kann ich dir auf jeden Fall schon mal... Garantieren wird es einen enormen Unterschied machen, dass du das regelmäßig einbaust. Und hier ist es so, dass ich empfehlen würde, das dir mindestens einmal pro Tag auch vor die Augen zu führen. Und dadurch, durch so eine kleine Sache, die man tagtäglich beispielsweise machen kann, kann man einen enorm großen Einfluss bewirken. Und ich habe alle möglichen Leute schon erlebt, die unterschiedlichste Dinge in ihr Leben reingezogen haben und sich das vorher visualisiert haben, vorher sich das ausgemalt haben und dann auch wirklich erreicht haben. Und für mich ist es auch ein richtig tolles Gefühl. Weißt du, ich habe mir das früher aufgeschrieben, ich habe mir das vorgestellt, visualisiert. Und irgendwann kommt man an den Punkt, da liest man es sich nochmal durch, schaut sich an. Und plötzlich all das, was man sich davor visualisiert hat, ist auch so realisiert worden, es ist wirklich auch so eingetroffen. Und das gibt einem selbst auch enorm viel Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und ich habe wahrgenommen, bevor man jetzt möglichst sich auf seine Handlungen konzentriert, auf das, was man macht, ist erstmal diese Klarheit der erste und wichtigste Schritt, genau zu wissen, wohin soll es gehen und sich das auch mal ganz klar auszumalen, wie sieht denn mein eigener Wunschzustand aus, wo soll mein zukunfts -Ich gerne stehen und was ist das Warum auch, was mich dahinter antreibt, was mich motiviert. Das ist zum Beispiel auch eine Übung, die ich mit allen meinen Coaching-Teilnehmern mache, am Anfang der Zusammenarbeit, damit sie am Anfang dieses Fundament an Klarheit, an Motivation tanken, um dann eben bestmöglichst in die Umsetzung auch zu kommen. Was ich hier sagen kann ist, bevor ich dann gleich in die Anleitung gehe, wie ich es empfehlen würde, ist, dass es kein Ersatz ist für natürlich Aktionen, für Handlungen und in die Umsetzung zu kommen. Also das ist natürlich auch erforderlich, wenn wir Veränderungen sehen wollen. Aber ich habe wahrgenommen, diese Visualisation, indem wir uns das regelmäßig vorstellen, hilft es uns enorm in unserem Prozess. Wir gewinnen dadurch enormes Selbstvertrauen auch und schaffen es einfach leichter in die Umsetzung zu kommen. Wir schaffen es leichter auch die richtigen Dinge dadurch in unser Leben zu ziehen. Es ist unglaublich magisch. Das habe ich immer wieder so erkannt. Und auch die erfolgreichsten Leute, wie zum Beispiel auch Arnold Schwarzenegger oder auch Walt Disney oder auch Leonardo DiCaprio, es gibt so, so eine lange Liste, kann ich jetzt alles aufzählen. Die haben alle die Kraft der Visualisation genutzt, bevor sie das Ziel erreicht haben, dass sie sich selbst schon ausgemalt haben, da gesehen haben, wo sie sein werden. Und das dann assoziiert haben mit den positiven Emotionen und dadurch hatten sie ein viel leichteres Spiel und haben dann wirklich auch das so umgesetzt. Also enorm kraftvoll. Und nur nochmal, dass du weißt, dass es auch neben der Visualisation dann im nächsten Schritt wichtig ist, in die Umsetzung zu kommen und kontinuierlich auch dran zu bleiben, an den Zielen zu arbeiten. Dann jetzt Anleitung. Wie, scha wie schaut das aus? Wie empfehle ich das Ganze? Ich empfehle das Ganze jeden Tag sich drei Minuten bis zehn Minuten zu nehmen. Man kann aber mit drei Minuten starten, dann sollte man aber Richtung fünf bis zehn Minuten hochgehen, jeden Tag. Das kann entweder morgens oder abends sein. Ich persönlich mache es zum Beispiel sehr, sehr gerne morgens. Hier zum Beispiel bin ich auf Teneriffa im Urlaub für zwei Wochen und gehe zum Beispiel jeden Morgen an einen Ort, wo ich richtig viel Kraft tanken kann, wo möglichst frei ist auch von Strahlung, wo kein WLAN, kein Elektrosmog und so weiter, wo der Geist möglichst klar sein kann. Und dass man dann an diesem Ort möglichst in diese Stille reingeht und dann dieses klare Abbild. Von seiner Traumrealität kreiert. Und hier mache ich das so, dass ich direkt an den Strand gehe, bei Felsenstrand, weil bei Felsenstrand sind nicht so viele Leute. Am Sandstrand ist immer sehr gefüllt mit Touristen. Und dann tue ich auf einmal auf der einen Seite mich bewegen. Alles kommt in Schwung, sowohl der Körper als auch der Geist. Ich tue diese Stille dafür sorgen. Ich tue das Wellenrauschen. Wellenrauschen hat sich auch gezeigt, ist besonders beruhigend für den Geist. Und dann entsprechend diese Freiheit von Strahlung, dass ich eben nicht von der Wohnsiedlung entferne. Und dadurch kommen ganz andere Lösungsansätze an die Oberfläche und ich kann viel besser und einfacher diese Visualisation betreiben, sprich, besser die mentalen Bilder vor mein geistiges Auge hervorrufen. Und das ist eben sehr, sehr kraftvoll. Und hier empfehle ich dir für dich, einen Ort zu wählen, wo du regelmäßig hingehen kannst, der aber auch schnell zu erreichen ist, wo du das nicht ewig hinbrauchst. Und wenn du keinen passenden Ort findest, jetzt in der Natur, dann machst du es zu Hause, aber versuch dir da wirklich den Raum zu schaffen mit Ruhe für dich. Und das so jeden Morgen oder Abend. Ich empfehle es morgens, weil morgens ist der Geist noch klarer. Abends kann man manchmal müde sein und dass die Visualisation beeinträchtigt, insbesondere wenn man abends zu viel gegessen hat. Und morgens ist man generell am klarsten. Und dann empfehle ich wirklich, sich das vorzustellen, wo du gerne sein möchtest. Es hilft es einmal klar aufgeschrieben zu haben, dass du zum Beispiel hergehst, du nimmst eine din a seite schreibst es dir einmal auf, die wichtigsten Punkte prägnant, kurz und knapp, aber auch schönes formulieren, schön ausschmücken auch, und dann hast du es einmal niedergeschrieben, kannst dir das immer wieder vor Augen führen, und dann ist es wichtig, das in den Kopf zu bringen. Richtig kraftvoll, dass du dir das einprägst, und nicht, und nicht nur rein auf sachlicher Ebene, von der Ratio her gesehen, sondern ganz wichtig, die Emotion damit zu verknüpfen. Das heißt, wenn wir Visualisation betreiben, geht es nicht nur darum, dass wir uns vorstellen, wie das sein soll, wie zum Beispiel der Traumkörper aussehen soll, wie zum Beispiel wir uns schon da sehen, beim niedrigen Körperfettanteil zu sein oder beispielsweise mehr Muskeln zu haben oder mehr Energie zu haben oder keine Verdauungsprobleme mehr zu haben oder beispielsweise einfach sehr viel Geld zu verdienen, ein erfolgreiches Business zu führen. Die richtige Partnerin oder den richtigen Partner zu finden. Also, gerade solche Sachen, die wir uns alle manifestieren können auf den unterschiedlichen Lebensbereichen, das funktioniert in jedem Lebensbereich, dass wir das nicht nur sachlich alles da reingehen und uns das vorstellen, wie es dann sein wird von den Bildern, sondern dass wir auch Emotionen damit auslösen. Dass wir in die Emotionen reingehen und versuchen, die Emotionen zu fühlen und die dann auch zu halten. Weil dann werden wir das auch in unserem Alltag so mitnehmen. Es wird in uns drin sein. Wir werden bereits viel besser. Handeln, Denken und Kommunizieren, weil wir mehr in unser Zukunft hineingewachsen sind und weil wir bereits vom Kopf her da sind, wo wir auch sein wollen. Und da ist es natürlich wichtig, das wie so ein Werkzeug zu sehen. Es ist jetzt nicht das, ähm, das, das Mittel, dass man dann äh, immer da sein wird, sondern im Alter kann es mal Herausforderungen wieder geben. Es kann auch mal wieder das mal zurückgeworfen wird, aber dann kann man sich immer wieder auch daran erinnern und es hält uns einfach besser in dieser in dieser Identität die uns dabei unterstützt, diese Ziele auch zu erreichen. Das habe ich immer wieder so wahrgenommen. Und wenn ich da morgens in diese Visualisationsübung reingegangen bin und mir das vor mein geistiges Auge gerufen habe, wo ich gerne hin möchte, dann fällt es mir im Alltag viel, viel leichter, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es fällt mir viel, viel leichter, auf gewisse Dinge auch zu verzichten und gewisse Dinge dafür zu tun, um entsprechend ich mein volles Potenzial zu entfalten, weil ich einfach das tief verankert habe schon als Start in dem Tag in meiner Morgenroutine und ganz genau weiß, was ich möchte und was zu meinem Zukunfts-Ich gehört und was nicht dazu gehört. Mega kraftvoll auch im Bereich Gewohnheiten, Routinen, dass man leichter auch Süchte zu durchbrechen, weil man aus einer ganz anderen Identität dann heraus handelt. Das heißt, jeden Tag drei bis zehn Minuten, fang mal kleiner an und dann arbeite dich wirklich hoch, geh in die Emotionen rein und verknüpfe wirklich auch die Positivität damit und auch den, den Glauben dass du wirklich erfolgreich sein kannst, der wird dadurch sehr sehr stark in dir ausgelöst, der wird sehr sehr stark verankert. Und das ist einfach kraftvoll, was ich da schon an Feedback gehalten habe von meinen Kunden und auch von den Personen in meinem Umfeld, was sich dadurch alles in ihrem Leben verändert hat. Unglaublich und es ist so eine einfache Sache, die natürlich nicht ganz einfach ist im Sinne von, dass man mal da sitzen, einfach mal nichts macht und da hineingeht, aber es ist einfach im Sinne von Zeitaufwand und im Sinne von, dass man nicht viel, viel eigentlich dafür machen muss, sondern man muss halt einfach ähm, das tun <laughs> und die Regelmäßigkeit reinbringen. Und hier geht es doch darum zu erkennen, dass es ein gewisses Training ist, eine Übung erfordert. Übung macht ja auch den Meister. Und dass man wirklich immer dran bleibt. Weil es ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst, also diese Visualisation ist am Anfang noch gar nicht so stark vorhanden, gerade weil wir in unserer heutigen Zeit durch... Netflix, durch Filme, durch Handykonsum, Social Media, sehr stark gewöhnt sind, dass uns irgendwas präsentiert wird, dass wir irgendwas anschauen, dass wir irgendwas konsumieren, aber dass wir uns gar nicht mehr so die Dinge vorstellen können. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, das wieder, wieder zu wecken, wie es früher auch war, dass man wirklich Ideen hat, dass man sich das vorstellen kann. Und ich kann dir garantieren, das wird dich auch anderweitig im Alltag dabei unterstützen. Und um ein Beispiel noch zu nennen, mit den Emotionen her, bei einem, bei einem Film ist es ja auch so, wenn du einen Film schaust, wenn der nur rational wäre, dann würde es ja nicht so dir ein tolles Gefühl geben. Stell dir vor, du hast deinen Lieblingsfilm und so und es würde nur um rationale Themen gehen. Du würdest da da sitzen. Das wäre auch nicht so unterhaltsam, das wäre auch nicht so angenehm für dich. Und würde dir dann auch nicht so die Befriedigung geben, dass du danach glücklich warst, den Film geschaut zu haben, sondern es werden eben Emotionen ausgelöst. Das heißt, du schaust einen Film, weil du möchtest, dass gewisse Emotionen ausgelöst werden, zum Beispiel gewisse alte Erinnerungen aufgedeckt werden oder beispielsweise positive Emotionen, Freude, Glück. Gewisse ähm, Synergien, die du auch bei dir wiedererkennst. Und das ist genauso bei der Visualisation. Dass du da wirklich hineingehst, das dann vor dir richtig vorstellst, vor dein geistiges Auge rufst und dadurch diese positiven Emotionen mit in deinem Alltag nimmst. Jetzt gucke ich mal, ob ich soweit alles gesagt habe. So eine Wirkungspause, damit du das jetzt mal so. Verinnerlichen kannst, <laughs> dass es sich bei dir setzen kann. Wichtig ist ja immer nicht nur konsumieren, sondern gezielte Pause im Alltag auch einzubauen, dass sich die Dinge wirklich integrieren, äh, richtig sättigen in deinem Gedächtnis und dass du vor allem auch das, was du konsumierst, in die Umsetzung bringst. Faktor 3 zu 1. Das heißt, du solltest dreimal so viel umsetzen, wie du konsumierst. Es sollte nicht andersrum sein, bei den meisten Leuten ist es leider andersrum. Konsumiert, 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 wird <laughs> immer irgendwas angeschaut, irgendwas gelesen und so weiter. Aber es, es fehlt total in den Handlungen. Und da ist halt wichtig, gezielt sich zu informieren und dann die richtigen Sachen auch auszuwählen und dann auch wieder in die Umsetzung zu kommen. Wirklich das Ganze, was man sich angeschaut hat, gelesen hat, dass man das wirklich in die Tat umsetzt, weil sonst bringt es nichts. Sonst vergeudest du deine Zeit und deine Zeit ist eine der wertvollsten Ressourcen überhaupt, die musst du wertschätzen und deshalb ganz, ganz wichtig, dass du da auch in die Umsetzung kommst und diese Routine mal für dich implementierst. Ein Punkt wäre noch offen, und zwar in welchen Bereichen das alles noch eingesetzt werden kann. Ich habe ja gesagt, das ist in jedem Lebensbereich relevant. Das kann man für alles Mögliche verwenden. Und hier möchte ich einfach noch mal das Ganze aufzählen. Wir haben natürlich den Bereich Gesundheit. Wir haben den Bereich Fitness. Wir haben den Bereich Ernährung auch. Wir haben den Bereich Heilung, Selbstheilung. Wir haben den Bereich Business generell, Arbeit, Geschäft. Wenn du irgendwelche Ziele hast, du möchtest irgendwas in dein Leben ziehen. Was, was du beruflich machen möchtest, eine Möglichkeit, auch da kann man visualisieren. Dann natürlich im Bereich Beziehungen, ist auch ein weiterer Punkt. Dann im Bereich Stressreduktion, im Bereich Kreativität und Kunst, wenn man irgendeinen Beruf auch ausübt in dem Bereich und dann kann man sich auch was bildlich vorstellen und dann besser gewisse Synergien auch herausfinden und die Dinge anziehen. Und auch natürlich im Bereich Selbstverbesserung, im Bereich Zielsetzung, dass man sich Dinge vorstellt und die dann auch erreicht, weil dadurch pusht man enorm sein Selbstbewusstsein, sein Selbstvertrauen, weil man einfach die Dinge, die man sich vorgenommen hat, die man im Kopf hatte, auch erreicht. Und das ist mit eins der erfüllendsten Dinge, finde ich, dass man, ja, man hat sich das gesagt, man will das schaffen, man hat sich das wirklich vorgenommen und dann bekommt man es auch hin. Genau so, wie man es sich es vorgenommen hat. Und das ist einfach gibt uns immer wieder diese Bestätigung, diesen Selbstwert und das lässt uns gut fühlen und lässt uns erfüllt im Alltag sein. Wenn du Unterstützung dabei haben möchtest, mit deiner Gesundheit möglichst effektiv und nachhaltig voranzukommen und wenn du da gerade noch gewisse Knackpunkte hast, rund um Energielevel, rund um deine Ernährung, rund ums Thema Verdauung, Darmgesundheit, rund ums Thema Entgiftung oder auch... Körperlich gesehen, du bist noch nicht voll zufrieden mit deinem Körper und möchtest gerne noch Muskeln aufbauen oder Fett verlieren, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich kann dir definitiv dabei helfen. Wir können gemeinsam uns deine Situation mal ein wenig genau anschauen und ich kann dir da schon konkrete Impulse mitgeben, wie du da bestmöglichst vorankommst und wie ich dich da auch unterstützen kann, dass wir gemeinsam das schaffen. Link drunter, trag dich gerne ein für das kostenfreie Erstgespräch. Jetzt interessiert mich, wie sieht's denn bei dir aus? Nutzt du schon regelmäßig die Kraft der Visualisation um die Dinge, die du in deinem Leben haben möchtest, dir vor Augen zu führen und die dann leichter in dein Leben auch zu ziehen. Schreib es sehr gerne drunter in die Kommentare, ansonsten, wenn noch weitere Fragen da sind oder du kommende Themen wünsche hast für die nächsten Videos, alles sehr gerne drunter in die Kommentare. Lass dem Video auch gerne noch ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Kanal auch noch hier abonnieren. Glock aktivieren, um weiterhin auch solchen Content noch zu halten. Es wurde ja von euch gewünscht zum Thema Mindset, dass hier deutlich mehr kommt. Und deshalb habe ich mir gesagt, hey, fange ich mal gleich an mit der Visualisation, weil ich merke, viele von euch wollen da einiges sehen. Deswegen kann ich gerne in nächster Zeit noch einiges dazu bringen. Und ansonsten wünsche ich dir beste Gesundheit von ganzem Herzen. Hol alles raus aus jedem einzelnen Tag. Ich freue mich aufs nächste Video. Mach's gut. Ich wünsche dir einen großartigen Tag und bis ganz bald.